Liebe Frau Doktor, die es ja wohl wissen muss. Mein Nachbar sagt, sein Chef verdiene 60 Mal so viel wie er. Ist das nicht ungerecht? Sehr viele Grüße, Ihre fragende Anna. Knifflige Angelegenheit, um nicht zu sagen, der Grund für jenes jahrtausendealte Gefühl, das uns Menschen zur Weißglut bringt, das Gefühl von Ungerechtigkeit. Also um die Frage zu beantworten, müssen wir zunächst eine andere Frage klären. Warum sind Löhne überhaupt so unterschiedlich? Viele Menschen glauben, die Leistung bestimme die Höhe des Lohnes. Wer viel verdiene, habe auch viel geleistet. Doch dies ist eine ausgesprochen zweifelhafte These, wie das zufällige Beispiel zweier Fischfiletierer, der eine in Deutschland, der andere in Albanien, zeigt. Nehmen wir an, beide würden exakt dieselbe Leistung erbringen. Würden sie dann auch dasselbe verdienen? Wohl kaum. Schauen wir in eine Autofabrik in Deutschland. Wie wir schnell erkennen können, sind die Einkommen dort sehr unterschiedlich. Leistet der Topmanager wirklich viel mehr als der Fließbandarbeiter? Um das herauszufinden, müssten wir ihre Leistung messen können. Stellen wir uns dafür eine Läuferin in einem Stadion vor. Sie verbraucht pro Runde 50 Kalorien. Der Fließbandarbeiter verbraucht pro Stunde ungefähr 300 Kalorien. Das entspricht einer Leistung von 6 Stadionrunden. Im Vergleich müsste der Topmanager, der das 13-fache des Arbeiters verdient, so viel leisten, als würde er 78 Stadionrunden pro Stunde rennen. Das sind pro Tag 249 Kilometer. Nein, das wäre selbst für einen Topmanager zu viel. Schauen wir uns eine weitere beliebte These an. Je wichtiger eine Tätigkeit, desto höher ist der Lohn. Dabei ist die Tätigkeit eines Fließbandarbeiters für die Herstellung eines Fahrzeugs genauso notwendig wie die einer, sagen wir, Software-Programmiererin, die allerdings das Doppelte verdient. Nein, um unsere Frage zu beantworten, müssen wir dort schauen, wo die Höhe des Lohns verhandelt wird. Auf dem Arbeitsmarkt. Hier spielen Angebot und Nachfrage eine entscheidende Rolle. Gibt es beispielsweise sehr wenige Fischfiletierer? Obwohl sehr viele gebraucht werden, können die Fischfiletierer höhere Löhne fordern. Gibt es aber viele Fischfiletierer, es werden aber nur wenige gebraucht, dann ist das schlecht für den Lohn. Es sei denn, die Fischfiletierer schaffen es, ihre Machtposition, etwa durch die Bildung einer Gewerkschaft, so zu verbessern, dass sie höhere Löhne durchsetzen können. Und hier liegt der Hund begraben. Die gesellschaftlichen Kräfte und Machtverhältnisse. Sie sind der entscheidende Grund für die gewaltigen Lohnunterschiede. Das Gefühl von Ungerechtigkeit ist insofern nicht nur berechtigt, sondern auch eine Kritik an unserer Gesellschaft. Ach so, und ja, es ist ungerecht, dass Ihr Nachbar nur 1,92% des Lohns seines Chefs erhält.